Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr als Anfänger schnell besser auf Maus und Tastatur werden könnt und schnell zu einem guten Maus- und Tastaturspieler werden könnt. Egal, ob ihr jetzt gerade erst angefangen habt oder schon etwas länger auf Tastatur spielt und trotzdem noch nicht so gut seid. Ich zeige euch nämlich heute alle Tipps, die ich gerne am Anfang gewusst hätte, als ich auf Maus und Tastatur gestartet habe und außerdem die schnellsten Wege, um besser zu werden. Bevor es losgeht, lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke, falls ihr keine weiteren Tipps und Tricks mehr verpassen wollt. Und falls ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann tragt auf jeden Fall im Fortnite-Item-Shop mein Creator-Code Lenny-OG ein, würde mich mega freuen. Denn das ist gratis, aber supportet mich mega, also macht das gerne. Und da ihr letztes Mal auf dem Video die 1200 Likes geknackt habt, obwohl wir eigentlich nur das 500 Like-Goal hatten, ist das Like-Goal heute 1000 Likes. Das wird auf jeden Fall richtig schwer, also haut jetzt alle schon mal ein Like rein und spätestens am Ende des Videos, falls es euch überzeugt hat. Aber jetzt will ich endlich starten. Am Anfang ist es natürlich sehr gut zu wissen, welche Tastatur man überhaupt sich kaufen sollte. Und falls man eine schlechte hat, dann könnte es auch daran liegen, dass man nicht besser wird. Also vielleicht solltet ihr nochmal sparen oder euch eine neue Tastatur wünschen. Nach den Kriterien, die ich euch jetzt sage. Und zwar ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass ihr eine mechanische Tastatur habt. Das heißt, ihr solltet nicht so eine Arbeitstastatur haben, wie zum Beispiel vielleicht eure Eltern haben. Denn das ist eine membranische Tastatur oder irgendwie so heißt das. Und das ist eben so, dass man die Keycaps nicht rausnehmen kann. Also die Tasten kann man dann nicht oben abziehen und die Switches ändern. Und das ist dann eben das Zeichen dafür, dass es keine mechanische Tastatur ist. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz schlecht, denn die sind immer viel günstiger und dadurch auch viel langsamer und generell eigentlich gefühlt in jedem Aspekt schlechter, weil sie auch einfach billiger gemacht sind und nicht so einen guten Mechanismus haben. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr euch eine mechanische Tastatur kauft, wo man die Keycaps auch abmachen kann. Und das seht ihr dann auch immer bei Amazon oder wo ihr es auch immer kauft im Titel, ob es mechanisch ist oder nicht. Aber erkennt man eigentlich auch einfach, denn fast alle Gaming-Tastaturen sind eigentlich mechanisch, außer die ganz billigen. Ich will jetzt noch nicht sagen, dass ihr euch unbedingt eine mechanische kaufen müsst, wenn ihr gerade mit einer 20 Euro normalen angefangen habt. Habe ich auch früher, aber falls ihr auf jeden Fall euren Progress sehr, sehr doll verschnellern wollt, dann macht das auf jeden Fall. Ist auch nicht so viel teurer. Aber desto mehr ihr ausgebt, desto besser wird auch eure Tastatur und damit auch ein bisschen euer Skill, aber es ist nicht so wichtig. Ich würde so sagen, ab 60 Euro kann man auf jeden Fall schon eine gute Tastatur bekommen. Ich hatte früher auch eine 200 Euro Tastatur, nämlich die SteelSeries Apex 7, die auch viele Pros gespielt haben. Aber ich habe jetzt sogar nur noch eine 60 Euro Tastatur. Aber es ist doch eigentlich egal, warum ich das gemacht habe. Es ist auf jeden Fall so, dass die Tastatur nicht unbedingt viel schlechter ist. Also man merkt das eigentlich gar nicht. Dann, ganz wichtig, müsst ihr euch zwischen 100% Tastatur, TKL, also ungefähr 80%, und einer 60% Tastatur entscheiden. Und die Prozentzahlen geben eure Größe an. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine 60% Tastatur. Früher hatte ich eine 100%. Und es gibt eben auch noch TKL-Versionen, wo es dann so ein Mischmasch ist. Und hier seht ihr mal ein Bild eingeblendet. Bei den Switches ist es eigentlich relativ egal, welche ihr nehmt. Es gibt natürlich welche, die schneller sind, ein paar Millisekunden und sowas eben. Aber vor allem kommt es da auf den Sound an. Ich habe im Moment rote Switches, aber hatte auch mal blaue, aber die sind wirklich sehr, sehr laut. Und das würde ich euch nicht empfehlen. Dann kommen wir natürlich noch zur Maus. Und da würde ich euch empfehlen, kein Vorbild an mir zu nehmen, denn ich habe seit 6 Jahren so eine Arbeitsmaus, weil ich mich an die einfach gewöhnt habe. Und das Problem ist, dass die sehr, sehr schwer ist. Und eigentlich solltet ihr eher eine leichte Maus nehmen, mit der ihr sehr schnell übers Mauspad gleiten könnt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Deswegen kauft euch auf jeden Fall eine Gaming-Maus. Aber ganz wichtig, sie sollte auf jeden Fall 2 Seitentasten haben. Denn damit könnt ihr dann bauen. Denn jeder Pro baut eigentlich mit den 2 Seitentasten entweder Treppe oder Wand oder halt andere Bausachen. Und so könnt ihr auf jeden Fall viel besser bauen, aber dazu erkläre ich mehr in einem Settings-Video, was auch bald wahrscheinlich kommen wird. Dann natürlich noch die letzte Sache, ihr braucht natürlich ein Mauspad, denn dadurch werdet ihr auf jeden Fall einen viel besseren Mausflow haben. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, so großes Mauspad zu kaufen, wie euer Tisch ist, dann sieht es auf jeden Fall cool aus, aber theoretisch könnt ihr auch ein Mauspad kaufen, was für euren Platz ausreicht, den ihr für die Maus braucht. Aber desto größer, desto besser. Und leider auch desto teurer. Außerdem könntet ihr euch auch einen Armsleeve kaufen. Ist ziemlich günstig, habe ich aber auch nicht. Und dadurch habt ihr auch nochmal einen besseren Mausflow, da eben nicht euer T-Shirt oder keine Ahnung was auch immer auf eurem Mauspad den Flow so ein bisschen wegmacht. Jetzt sind wir erstmal fertig mit dem Setup, was ihr so braucht. Und jetzt kommen wir zu den generellen Tipps. Und da ist der erste Tipp erstmal ziemlich banal, aber würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, und zwar eure Tastatur leicht schief hinzulegen. Nicht so komplett gerade, denn so ist es irgendwie unangenehmer, die Tasten zu drücken, vor allem die Bautasten. Und deswegen legen auch alle Pros die Tastatur immer so leicht schief hin. Hier ist jetzt mal ein Bild eingeblendet oder ein Video von mir, wie ich sie immer hinlege. Und so ist das Ganze auf jeden Fall für mich auf jeden Fall und für die Pros natürlich auch, weil die machen das ja auch alle und eigentlich fast jeder, angenehmer zu spielen. Aber ihr solltet die Tastatur so hinlegen, wie es für euch am angenehmsten ist. Dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ihr die richtigen Keybinds habt. Und dazu wird bald eben noch ein Video kommen mit meinen Keybinds. Aber bei den Keybinds ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht einfach die von Pros oder von anderen Videos, zum Beispiel von meinem Video, dann bald klaut und einfach übernehmt. Denn die sind natürlich auch auf die jeweiligen Pros oder YouTuber optimiert und für sie angepasst. Das heißt, für euch wird das Ganze wahrscheinlich dann nicht funktionieren.
Aber was ich empfehle, ist es, von diesen Pros oder keine Ahnung, was auch immer ihr schaut oder von euren Freunden, vielleicht mal die Settings reinzumachen, aber dann zu optimieren und auf euch anzupassen, damit ihr die perfekten Settings für euch findet. Und das Ganze kann auch etwas länger dauern, also es könnte ein paar Tage dauern oder sogar länger, bis ihr die perfekten Settings habt. Aber das Gute ist, ihr könnt sie ja immer ändern. Und dann würde ich einfach empfehlen, in eine Map reinzugehen, zum Beispiel eine Freebuild Map, und dann dort einfach die ganze Zeit zu gucken, wie das Ganze so passt. Außerdem ist bei den Settings ja auch noch die Sense sehr wichtig. Und bei der Sense kommt es darauf an, ob ihr ein großes oder ein kleines Mousepad habt. Denn wenn ihr ein großes Mousepad habt, habt ihr natürlich mehr Platz, eure Maus zu bewegen. Deswegen könnt ihr eine lowere Sense nehmen. Und wenn ihr ein kleineres Mousepad habt oder weniger Platz auf eurem Tisch, dann müsst ihr eine höhere Sense nehmen. Und dort müsst ihr dann eben auch einfach ausprobieren und gucken, was so zu euch passt und womit ihr gut spielen könnt. Und die Sense kann man ja auch immer verändern und ein bisschen anpassen. Dann kommen wir jetzt zu ein paar Maps, die ihr spielen könnt. Und zwar solltet ihr auf jeden Fall auch erstmal nur Creative spielen. Denn am Anfang bringt es euch nichts, wenn ihr schon Public oder Arena oder so spielt oder eher gesagt Ranked. Denn ihr seid dann eh noch schlecht und werdet immer demotiviert werden, weil ihr sterben werdet und so. Deswegen spielt ihr am Anfang erstmal nur Creative. Und dort habe ich jetzt ein paar Maps für euch. Und zwar die drei wichtigsten. Ihr könnt natürlich noch viel, viel mehr spielen. Und die erste ist da erstmal für eure Mechanics. Und zwar die Raiders Mechanics Map V4. Darin könnt ihr Freebuilden, Tunnel machen. Vor allem auch Tunnels und so ganz viele Sachen für die Mechanics, um euch einfach auch mit euren Keybinds abzufinden. Also hier ist einmal der Mapcode. Die Map würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann ist es natürlich wichtig, dass ihr 1v1s macht gegen eure Freunde. Dort würde ich euch empfehlen, dass ihr einfach ganz, ganz viele 1v1s macht und wenn es geht, gegen bessere Freunde. Und das Gute ist ja, wenn ihr auf Tastatur neu anfangt, werdet ihr wahrscheinlich schlechter als eure Freunde sein. Und das ist das Gute, dann werdet ihr zwar verlieren, aber werdet auf jeden Fall besser werden. Denn wenn man gegen bessere spielt, wird man auf jeden Fall besser, aber verliert dadurch auch. Und dafür habe ich auch meine eigene Map rausgebracht mit wirklich null Delay. Und das Gute ist, der Hauptpunkt, sie sieht richtig schön aus. Hier ist mal ein Video eingeblendet, ein kleines. Und das ist einmal der Mapcode. Wenn ihr diese Map spielt, unterstützt mich das mega und macht sie dann gerne auch zu eurem Favorite. Und dann letztendlich ist natürlich noch das Aim sehr, sehr wichtig. Und dort würde ich euch auf jeden Fall die Raiders Aim Map empfehlen, aber es gibt eh ganz viele Aim Maps, die ihr alle spielen könnt. Und natürlich gibt es auch noch Programme, die ihr benutzen könnt, wie Aim Labs, was gratis ist, auf Steam, oder Kovex, was alle Pros benutzen, was aber, glaube ich, 5€ kostet oder so, auch auf Steam. Und die gibt es eben auch nur auf dem PC. Aber wenn ihr auf Maus und Tastatur spielt, spielt ihr wahrscheinlich eher auf PC. Und ja, Leute, wenn ihr dann so 1 bis 2, 3 Wochen, keine Ahnung, wie lange ihr braucht, um erstmal relativ okay zu werden, gespielt habt, dann solltet ihr auf jeden Fall anfangen mit Null bauen, was ich empfehlen würde, wenn ihr nochmal langsam anfangen wollt. Denn in Null bauen lernt ihr dann schon mal in stressigen Situationen zu spielen in Public oder auch Ranked. Und ihr müsst euch eben erstmal noch nicht aufs Bauen konzentrieren und könnt euer Aim vor allem nochmal üben. Denn das ist natürlich in Null bauen sehr, sehr gut. Und dann nach einer Zeit auf Maus und Tastatur solltet ihr auf jeden Fall mit Public und Ranked anfangen. Und dann einfach immer weiter grinden, ganz viel Creative spielen, sehr, sehr wichtig. Und einfach sehr aktiv gut spielen und sehr aktiv practice. Ganz wichtig dabei ist natürlich auch, dass ihr ein Warm-up habt. Und hier ist mal mein Video in der Infocard verlinkt oder in der Beschreibung zum perfekten Warm-up dieses Season. Also schaut euch das nach diesem Video an. Und das Video ist jetzt eh schon zu Ende. Also falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wie gesagt, das Like-Goal ist sehr, sehr hoch und zwar 1000 Likes. Und außerdem lasst doch gerne ein Abo da, falls ihr jetzt keine weiteren Tipps und Tricks mehr verpassen wollt, auf eurem Weg, um besser zu werden. Und jetzt noch einen schönen Tag und ciao.